Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play, und zwar DayZ, ja. Wir spielen den Origins Mod zusammen mit Simona. Hallo! Und wir haben jetzt hier schon ein bisschen vorab ein bisschen was gemacht hier, ja. Wir haben schon hier, wir sind jetzt hier schon hingeflogen, hier steht übrigens der Merlin, für erfahrene Leute, die kennen die. Ansonsten, für die, die ihn nicht kennen, er ist richtig geil. Mit einer der seltensten Helis hier. Jetzt schwärmt er wieder von ihm. Jetzt weiß ich, wovon du nachts träumst. Ja, genau, von Merlin. Von meinem kleinen Merlin. Den Zauberer. Ja, wie auch immer, wir brauchen auf jeden Fall noch haufenweise Zeug. Wir haben noch nicht mal die Hälfte von dem Ganzen, was wir brauchen. Ich bleib hier für irgendeine Waffen, ne? Dann schau ich noch, falls er kommt. Ein paar Scheiben und so, und das war's dann auch schon wieder. Wie bewegen sich eigentlich NPCs, wenn ich fragen darf? Ja, gar nicht, also die Mission-Heinis da, die bleiben immer auf der gleichen Stelle, halbwegs. Ich glaube, das ist nichts Neues. Doch, das ist eine Map. Das ist eine Map. Am Mob ist so. Am Maple. Nee, nicht. Auch kleines Maple. Oh, GP 25 Smoke Red. Okay. Mitnehmen, nicht ja, mitnehmen. Nee, kannst du liegen lassen, weil dafür brauchst du eine Waffe mit Granatwerfer und die, ja, die taugen nicht wirklich was. Ist ein bisschen sinnlos, sowas. Da ist eine Flair. Ja, die braucht Flares. Und Essen. Warum spawnt hier Essen? Keine Ahnung. Die Feuerwehrmänner mussten auch was essen? Keine Ahnung. Die Zombie-Feuerwehrmänner. Ja, und die sterben vor Hunger. Wenn ich mich jetzt in den Helikopter für 2 Minuten setze, ja, die spawnt dann alles wieder. Oder gehst du mit dem Auto? Nee, das geht mit dem Heli genauso. Dann wäre ich jetzt zum Heli. Auch bei den Zombies oder nur bei den Lootsachen? Nur bei den Loot-Sachen. Ja. Für manche, die sich jetzt fragen, wo wir sind gerade hier auf dem Weg nach, ja genau, Tschernobyl. Nach Tschernobyl, so heißt es. Tschernobyl. Das heißt, Wladimir, genau, so heißt die Stadt. Wir sind auch auf der Insel gerade, Wladimir, Alexander, sind die neuen beiden Inseln, die reingekommen sind. Oh, hier unten steht der Dings, der Laster. Oh, cool. So, das beginnt ja gut. Theoretisch könnten wir dir jetzt auch schnell so einen riesengroßen Rucksack besorgen, so einen Explorer. Ich habe ein Ding ein. Warte. Ja, wie viel Platz hat der, wo du jetzt hast? Zeig's doch nicht an, wenn ich in einem Ding bin. Ja, nix im Vergleich zum Explorer auf jeden Fall. Würde ich jetzt irgendwas sagen? Ah ja, genau. Also ich das wissen. Weißt du, was ich sagen wollte? Bei dem fehlt was. Bei wem? Bei was? Bei dem Merlin. Was fehlt denn da? Da ist er, bei der Schwanzflosse gehen ja zwei solche noch solche Flügel weg, gell? Ja. Da ist nur einer. Ja, ich weiß. Es ist gehört so. Keine Ahnung, ist halt so. Merlin-Style. Bro. Seiler fliegt nur mit einem. Das ist ein Krüppel. Na dann viel Spaß, ihn zu fliegen. Hast du ihn schon mal geflogen? Nö. Gibt's den eigentlich auch bei Arma 2 bei diesem Server da, wo wir waren? Gibt's auch. Wo? Der steht ganz links, aber der ist irgendwie immer leer. Keine Ahnung warum, den habe ich noch nie fliegen können. Der ist immer kaputt oder leer gewesen. Dann filme ihn auch. Ich mach's nicht an. Ich schwöre, wenn du seine Rotorblätter siehst, dann denkst du, er will die abmetzeln. Hier ist schon mal die erste Scheibe. Juhu, geht ja schon gut los. Wir haben 2. Wie viel brauchen wir? 6. Hm. Stimmt eigentlich. Reinforcing. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eigentlich. Wenn du alle Scheiben jetzt zählst, die vorne sind. Obwohl ja, die zwei größten. Die vorderen zwei zählen als eine und an der Seite noch und dann gibt's hinten noch diese kleinen Bullaugen. Oder mehr oder weniger eigentlich ja, nicht kleinen, sondern großen. Ja. Insgesamt sind es auf jeden Fall 6 Scheiben. Ich schnapp mir mal ein. Ja, ich kann bald raus. Ich schnapp mir mal ein. Ach scheiße, da ist bei dir drin ein Ding. Ein Ding. Ein Ding, der Ding. Schnappst du mal Grafikfehler, juhu, hallo Grafikfehler. Toolbox,
Wenn da eine Muni für eine G17 ist oder wie das heißt, nimm mit. Ich hab die als Waffe. Okay. Heißt doch G17, oder? Ja, nee, aber ich hab Flares, soll ich dir welche mitbringen? Nö. Wir müssen ja keine Signale geben. Warte mal, ich pack mir mal die Toolbox noch ein. Weil Toolboxen sind immer knapp. Ich weiß ja, dass wir zwei dabei haben, aber. Da gibt's immer Stress mit Toolboxen. Hast du nicht auch eine im Inventar? Ja, ich habe eine im Inventar. Und ich habe zwei im Heli. Oh, und hier ist noch eine Glasscheibe. Schön. Und noch eine Glasscheibe, schön. Hier! Not enough room in your inventory. Nee, doch nicht. Lol. Get out. Also, ich hab ein Alice-Pack, soweit ich weiß. Ja. Für diejenigen, die sich jetzt hier Daisy jetzt anschauen und seit dem Patch noch nicht da waren, es gibt jetzt im Inventar ein paar neue Sachen. Es gibt einmal die Schutzweste, die aber anscheinend noch nicht eingefügt wurde. Da weiß ich noch nicht, genauso wie dieses. Haben wir nicht 1.77 erst? Es kommt ab 1.8. Man kann jetzt die Waffen wechseln. Man kann zwei Primärwaffen mitnehmen. Einmal die obere und die untere Waffe. Da habe ich jetzt einmal hier die DMR drin und die G36A6. Die G36A. Und jetzt bräuchten wir einen Gronkh oder meinen kleinen Bruder. Die könnten ja die russischen Hieroglyphen aufdecken, also übersetzen. Mhm. Alter, ernsthaft? Hier ist noch ein Glas. Alter, wie viel Glas ist hier übertreibt? Weißt du, was eigentlich voll komisch ist? Was denn? Es hat sich gar nichts respawnt. Ja, wahrscheinlich, weil du zu lange im Heli gesessen bist und dann nicht weit genug weg warst. Aber muss man noch wegrennen. Ja, 150 Meter weg sein und dann halt ein bisschen warten. Wenn du jetzt auf 150 Meter genau weg bist und direkt losrennst, ist doch klar, dass es nicht spawnt. Ja, ich war im Heli für 2 Minuten. Ja, und dann ausgestiegen und direkt dahin gerannt, oder wie? Ja. Ja, ist klar, dass es nicht spawnt. Hm. Musst du ein bisschen warten auf 150 Meter. Ich renne jetzt erstmal ein bisschen. Oh, hier ist ein Hunting Knife. Meins. Gier, gib mir das. Was wolltest du haben? AKM, Mag? Nee. Warte mal, was? So, warte, was haben wir hier? Ey, hast du das mitgenommen? Wir müssen Aufnahme ausmachen. Okay, alles klar. Dann sehen wir uns das nächste Mal, Leute. Bis dann. Ciao, ciao. Ich setze mich. So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Daisy zusammen mit Simona Wolf. Hallo! Und wir waren letztes Mal hier stehen geblieben. Wir wollten uns den wunderschönen Merlin hier zusammenbauen. Ich loote war dann auch in der Stadt und dann habe ich die Aufnahme beendet, weil Simona auf musste und ich habe dann natürlich den Heli noch versteckt und bla, alles was man so halt so macht. Dann war sie heute Morgen schon ein bisschen früher wie ich da, oder heute Nachmittag, hat direkt schon ein bisschen vorgelootet und wir haben eigentlich alles zusammen, um das Ding jetzt zusammen zu basteln. Ich habe so ein Glück, cool. Ey. Spawnt einfach meine Engine und... Auch hier, wie man schön sehen kann, wie viel schöne Waffen wir jetzt mittlerweile haben, ja. Schaut. Wunderbar. Ja. Du glaubst nicht, wie weit diese Flare von gekommen ist, hatte. Komm mal kurz zu mir. Da zu dem roten Bahnhof. Hierher. Warte. Ich baue gerade was an. Wo bitte schnell gehen? Ich weiß. Ja, komm her. Du siehst da hinten vom Heli habe ich geworfen, ne? Ja. Und schau mal, wo die gekommen ist. Hä? Hier, siehst du denn nicht? Nö, bei mir liegt da nichts. Bei mir liegt denn. Ja, das ist manchmal ein bisschen verbuggt mit den Dingern. Weit vor Feldmeister, Alter. Na dann, ich loote ein paar Waffen. Tu das. Ich mache in der Zeit mal den Heli hier flott. Ah, das ist doch Ich hätte die gleiche Farbe. So, wie viel Scrap Metal haben wir jetzt eigentlich? Keine Ahnung, aber ich habe 2 Reinforcing drin. Oh, 3 Scrap Metal, nice. Hülle, genau, oh, schick. Okay, die Textur ist natürlich jetzt ein bisschen... Ich hab Standard-Mark für dich. Schade, weil ich nicht dieses Arma-X-Pack hab, aber gut. V-Rotor, und dann gehen wir nochmal auf Gear. Kein V-Rotor, lies genau. Was? Es ist kein V-Rotor, lies genau. Hä? Natürlich ist das ein V-Rotor. Der hintere Rotor, den man mit Scrap Metal repariert, ist ein V-Rotor. Ja, aber den Rotor, den ich gefunden habe, war irgendwas mit Elf. Das ist ein Main-Rotor. Ja. Ja, den habe ich schon repariert. So, jetzt fehlt dem guten Stück nur noch Engine und die Gläser. Dann haben wir alles drin.
Oh, nice, ey. Merlin zusammengeschraubt. Und das ganz so schnell. Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr schnell. Mann, hab ich ein Glück. Vielleicht die wichtigsten Sachen, also die, sag ich jetzt mal, einer von den schwersten Sachen, die also am seltensten droppen, oder nicht so oft, gleich gefunden. Mhm. Glück muss man haben. Naja. So, wo sind meine Scheiben? Scheibenkleister, wo sind meine Scheiben? Müssen wir Heli sein. Wir hatten 5 Scheiben. Im Heli. Ja, aber Little nicht, Bird. Nicht beim Little Bird im Heli. What the fuck? Rucksack? In deinem Rucksack. Hier sind die 6 Scheiben, lol. Ich hab die schon da reingetan. Okay, alles gut. Was eigentlich was? Noch ein bisschen. Ich hab noch eine Ding gefunden. Hier. Flashlight. Flashlight! Wo ist denn die? Ich sehe die gar nicht mehr. So. Alter, du siehst ja gar nicht. Dingen fertig. Was sieht man nicht? Die chemischen Flashlights. Schau. Das sind Knicklichter, Schatz. Knicklichter. Die sieht man nur in der Nacht und nur ganz leicht so leuchten, so ein bisschen glimmen. Ich habe noch 7 Stück davon, warte. Oh Gott. So, okay, dann. Refill Merlin. Pilot. Es bleibt drin, jawohl. Okay, ich fülle einmal aus dem Ding raus hier, aus dem Little Bird, und dann fliegen wir zusammen zum Auftanken. Yes, sir. Wir haben noch eine ganz kleine Dinge. Ja, ja, und eine große ist da auch noch drin, aber wir müssen beides jetzt auftanken. Das sind 2 große. Ich habe eine rausgenommen, deswegen ist nur noch eine drin. Schatz, tu nicht immer alles. Ich weiß selber. Ich habe reingeguckt. Ja, aber insgesamt halt. Ja, insgesamt. Ich sagte aber, dass noch eine drin ist. Hast du da jetzt eigentlich diese Dinge drin? Diese, wie heißt die? Wir haben 5 Batterien, Mann. Hm. Ich nehme die Jerrycan raus. Ja, ja. Bin mal so frei. Ich habe eine Box auf Matches. Du nimmst dir am besten gleich die Big Jerrycan raus, die da drin ist, die leere. Weil du musst nämlich gleich dein Heli auch noch auffüllen. Da ist sie. Hab ich ihn. Mhm. Wir haben 5 Batterien, für was braucht man okay, 5? Warte mal, dann gucken wir mal noch kurz hier rein. Beantworte mir mal das. Für was braucht man 5 Batterien? Ich tue die Box auf Matches rein, gell? Wie viele Waffenplätze haben wir noch in dem Heli? Ist es als zweites oder als drittes gezeigt? Das zweite ist sind Waffen. 74. Oha. Oder 14, eins von beiden. Lol, wir haben da 4 Äxte drin. Hei, und SVD Dragon auf Mac. Hey. Ich hab Platz. Meine Double Barrel Shotgun, dich. Ja, ich lass Bandit drin, ganz ehrlich. Geh rüber. Nimm Hero. Zementmixer. Wir haben nur einen Zementmixer. Ja, man merkt, dass das Ding ein Transportflugzeug ist. Alter Schwede. Passt da viel rein. Okay, so, bevor ich das Ding jetzt starte, müssen wir gleich mal einen Tank markieren, wo wir hin können. Ja, ich füll noch alles um in den anderen, ne? Also die ganzen Sachen. Das ist voll viel. Wie viel haben wir da drin, Mann? Schatz, der Ding ist leicht kaputt, gell? Der was? Der Mi. Deutsch gut. Was? Ist kaputt? Was für Mi? Hier Little Bird. Ja, der Haarotor ist halt im Arsch. Der war aber schon immer im Arsch, den hat er uns schon so gegeben. Das macht aber auch nichts, weil du kannst auch ohne Haarotor fliegen. Du darfst halt dann nur nichts streifen oder angeschossen werden. So, ich lasse 2 Getränke da drin. 2 Painkillers lasse ich da drin. Alles andere tue ich jetzt mal darüber. Damit, wir müssen bis auf die andere Insel rüber. Hier ist nichts Freies, wo ich landen könnte. Ja, dann fliegen wir mit dem Little Bird doch erst vor. Was erst vor? Erst vorfliegen, dann so lange auffüllen, bis... Nein, mit dem, was da drin ist, komme ich über die ganze Insel. Das passt schon, aber mich nervt es, dass wir da jetzt bis darüber fliegen müssen. Okay, ich gehe mit dem Little Bird mit, gell? Ja, klar, du musst ja auch auftanken. Markier dir mal
Irgendwo war hier eine Tankstelle, dann gehen wir da hin und probieren das mindestens. So, ich bin auf Map. Was heißt bei dir andere Insel? Da Wladimir ist oder... Schau mal, geh mal nach Wladimir zu der Stadt. Ja. Da ist rechts unterhalb so ein Militärlager. Markier dir das. Da fliegen wir hin. Ja, hier von dir. Okay, du schaust es schon. Dann. Ja, das dauert ein bisschen mit dem Teil. Da komm ich schneller hoch. Schneller. Ich flieg lieber schon vor, wer weiß, wie schnell du bist. Oh, Nein, geht schneller ab. Ja. Ey, der zieht sogar automatisch die Füße ein, so cool. Ich weiß, der ist richtig cool. Aber das kann manchmal auch an manchen Stellen ziemlich blöd sein, weil manchmal backt es eh extrem rum und dann fängt er an so zu hüpfen, wenn du landen willst. Beim Helikopter muss man nicht die ganze Zeit Q drücken, oder? Ja, Q halt um Höhe zu gewinnen, um den Motor aufzudrehen und Gas zu geben. Ich hatte immer noch Autohupe an, geh nach vorne, denk mir, warum fliegst du nicht vor? Du bist schon weg. Ich lande gleich schon, ja. Ich habe Angst, dass ich gleich auf den Boden krabb. Ja, schön vorsichtig, Schätzchen. Auch wenn wir jetzt einen anderen Heli haben, der zweite Heli ist immer ganz hilfreich. In manchen Situationen. Kann ich den gegen eine Mi umtauschen? Ich mag meine Mi lieber. Ja klar, aber jetzt erstmal musst du mit dem fliegen. Ja klar. Jetzt erstmal keine Mi. Wird der so langsam? Ich weiß. Stell dir mal vor, du musst damit 18.000 Meter fliegen. Stimmt, der ist nach Flugzeug ja schneller gewesen. Ich nehme das Flugzeug. Schatz, wenn du ein richtiger Pro bist, kannst du mit dem Flugzeug dann auf jeder geraden Strecke landen. Ja. Fuck, hier kannst nur du tanken. Okay. Dann aber, ich lande da trotzdem, weil... Weiter weg. Ich sehe dich gar nicht mal. Ich sehe mal Ziel, aber ich sehe dich gar nicht mal. Ah, ich hab dich Bot. Ja, landest du außen oder innen? Weil ich hab mir außen markiert. Ich lande außen. Du musst innen landen. Direkt neben dem Tank, wenn es geht. Desto näher, desto besser. Dann versuche ich mir schon ein bisschen.